Eine echt unheimliche Gruselgeschichte von Jeff Kinney, erschienen im Baumhaus Verlag. Buh! Hat euch das Angst gemacht? Wenn ja, solltet ihr dieses Buch lieber wieder weglegen und etwas lesen, das nicht ganz so gruselig ist. Es gibt ein paar gute Bücher über Einhörner und Hundewelpen und andere schöne Dinge, die ihr lesen könntet, bis ihr bereit seid für ein Buch wie das hier. Aber wenn ihr Geschichten über Skelette und Zombies und abgehauene Köpfe mögt, dann verkriecht euch unter der Bettdecke und blättert um. Und wenn ihr euch zu sehr fürchtet, könnt ihr immer noch bei euren Eltern im Bett schlafen. Aber verratet ihnen bitte nicht, warum ihr solche Angst habt, denn ich will nicht, dass sie sauer auf mich sind.